Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial für 3ds Max für Einsteiger. In diesem Teil möchte ich mich mit Splines und deren Anwendung beschäftigen. Das könnte etwas länger werden als die übrigen. Als die üblichen, weil da gibt es verschiedene Anwendungen und naja, wir werden das sehen. Also, legen wir gleich mal los. Hier im Create Panel, der zweite Reiter sind Shapes. Hierunter, das sind alles Linienmodule. Mit der Line kann man direkt eine Linie zeichnen und die anderen, entsprechend des Namens, kann man bestimmte Sachen erstellen. Ich zeige das mal kurz in der Frontansicht. Alt-W. Mit Circle kann man einen Kreis erstellen. Mit Arc kann man einen Bogen erstellen. Da zieht, klickt man und dann bewegt man nochmal die Maus und klickt nochmal. Dann kann man auch Ellipsen erstellen oder ein Rechteck. Für den Zweck dessen, was ich jetzt gerne mal zeigen möchte, wie man dieses Tool benutzen kann, nehmen wir eine Line. Jetzt stellen wir uns hier die Form von einem Weinglas vor. Und zwar nur eine Hälfte. Jetzt fangen wir hier unten genau in der Mitte an und klicken einmal. Und wir arbeiten hier erstmal nur mit Klicks. Und jetzt formen wir mal leicht eckig die ungefähren Außenlinien von dem Glas. Sagen wir mal so. Hier oben dran denken, man muss auch eine Wandung zeichnen. Und das Ganze geht hier genau in die Mitte. Und ja, Rechtsklick. Jetzt kann man hier oben in den Modifikatoren wechseln. Und man könnte jetzt hier ein Edit Spline hinzulegen. Das findet man hier in der Liste. Muss man aber nicht unbedingt. Man kann hier auf das Punkt-Tool wechseln, nennt sich Vertex, und kann die einzelnen Punkte ansteuern. Als erstes stellen wir mal sicher, dass der hier unten, drücken wir W, dass der auch wirklich in der Mitte ist. Rechtsklicken auf diese Pfeile. So, gut, wenn ich an ein Weinglas denke, dann ist der vielleicht ein bisschen weiter oben, damit er leicht bauchig ist. Jetzt kann man hier rechtsklicken und sagt, du bist eine Bézier-Kurve. Jetzt bekommt man diese Anfasser hier, weil eine Bézier-Kurve ist ein Punkt und zwei Richtungswinkel. Also Vektoren. Kann man das gleich hier oben machen? Ja, das ist es gar nicht. Und kann dadurch die Form bestimmen. Vielleicht nehmen wir mal einfach mal alle. Und sagt, ihr seid alle Béziers. So, jetzt ist das schön durcheinander. Jetzt kann man die einzelnen anfassen und hier mal nachkorrigieren. Du bist eine Corner. So, das muss jetzt nicht ein Schönheitswettbewerb gewinnen, das ist jetzt nur zum Zeigen. Und ich will euch nicht ewig warten lassen. Der obere Punkt hier sollte auch in der Mitte liegen. Diese Höhe hier ist okay. So, jetzt deselektiert man das. Und wenn man jetzt Alt-W drückt und in die Hauptansicht geht, sieht das Ganze so aus. Jetzt kann man aus der Modifikatorenliste einen Lass.
Das sieht jetzt erstmal falsch rum aus. Hier kann man die Richtungen angeben, in denen er das Ganze rotiert. Das sieht jetzt im Moment noch falsch aus, weil der Mittelpunkt, hier klickt man an, bis das gelb markiert ist, von dem Lath muss natürlich auch in der Mitte liegen. So, jetzt kann man das deselektieren. Das Ganze kann man von vornherein vermeiden. Ich lösche den nochmal, indem man hier auf den dritten Reiter geht, die Hierarchie, sagt Effect Pivot Only und nicht Center to Object, sondern den Pivot, den Pivotpunkt in die Mitte setzt. Wenn ich jetzt einen Lath hier drauf lege, sieht es von vornherein richtiger aus. Natürlich sollte man jetzt in der Line nochmal nachgucken und das nachkorrigieren. Und wenn man ein Bild als Vorbild hat, kann man, ich zeige das mal daneben, von Anfang an eine Line nehmen und wenn ich jetzt mal dem gegebenen Objekt folgen möchte, werde ich jetzt mal das hier rechts klicken und sagen Objekteigenschaften, du bist eingefroren. So, na, jetzt sieht man das leider sehr schwach. Dann entfriere ich das nochmal, so, Object Properties, Freeze und nein, nicht in Grau. So, jetzt kann ich eine Line nehmen und sagen, ich möchte dem Waage folgen und es eventuell verbessern. Deswegen Linksklick und Maustaste gedrückt halten und ziehen, weil dann kann man nämlich gleich die entsprechenden Winkel aufziehen, die man nachher haben möchte. Wenn man hier oben, so wie ich jetzt, an der Platz ausgeht, kann man mit Z den letzten Punkt anspringen. Das hilft. So, auf diese Weise kriege ich nämlich jetzt auch die Wandung etwas dünner hin. So. Wieder daran denken, den oberen und unten Mittelpunkt in die Mitte zu setzen. So. Und, ach, halt. Hierarchie, Effect Pivot Only, in die Mitte setzen. Und jetzt im Modifikatoren-Tab hier einen Lath. Im Verhältnis zu dem vorigen schon etwas besser. Und solange die Modifikatorenreihe aufrechterhalten ist, kann man immer in die Linie gehen und sagen, das ist mir jetzt zu weit, nehmen wir es mal ein bisschen rein. Hier kann man übrigens das Endergebnis sich anzeigen lassen. Das heißt, ich könnte hier die Punkte modifizieren und gleich das Endergebnis sehen. Allerdings ist das etwas schlecht sichtbar dann, was man da tut und wie man es tut. Das ganze Objekt kann am Ende, kann man einen Edit Poly Modifier oben drauflegen und das Ganze polygonal modifizieren oder auch mit einem Rechtsklick hier kann man sagen Collapse All. Ja, das warnt einen nur, dass man dann die vorigen Schritte nicht mehr korrigieren kann und jetzt ist das ein Polygonalobjekt. So viel erstmal dazu. Das war mal ein etwas längeres Update. Später mehr.